Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, Türchen Nummer 20, 4 Tage vor Weihnachten, beginnt bei mir mit Ruhe und Kraft. Ja, sehr schön. Und das Türchen 20 auf dem Adventskalender haben wir ganz oben hier in der Ecke. Und wir schauen mal, was wir da heute haben. Heute haben wir eine Geschichte. Das ist auch immer sehr schön. Und heute ist eine weiße Schoki drin mit so dunklen Streifen. Und in der Mitte ist eine Vanillecreme und eine Schokicreme. Ja, dann schauen wir mal, was für eine Geschichte wir hier haben. Ich gucke mal, ob mein Handy laut ist. Jawohl. Wie schmecken Wochentage? Wenn man Wochentage essen könnte, wie würde wohl ein Samstag schmecken? Genau, zuckersüß. Was liegt da näher, als den Samstag zum Tag der Süßigkeiten auszurufen? In Schweden kennt jedes Kind die Lördagsgodis, die Samstagssüßigkeiten. Das hört sich doch gleich doppelt lecker an. Lördagsgodis schmecken nicht nur gut, mit ihnen fängt auch das Wochenende gleich gut an. Aber Schweden wären nicht Schweden ohne ihren glasklaren Sinn fürs Praktische. Deshalb sind bei IKEA die Samstagssüßigkeiten mittlerweile auch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Sonntag verfügbar. Und zwar nicht irgendwelche Süßigkeiten, sondern alle. Einfach an die Naschtheke, Lieblingsmischung aussuchen, abwiegen und genießen. Ja, ist natürlich klar, dass sie das mit ein bisschen Werbung verbinden. Finde ich aber auch nicht so schlimm. So, ja, da von der Seite. Und ich beginne wieder mit Fühlen. Ja, und hier, Gott, was könnte das sein? Ja, entweder ein Klebeband, aber dafür ist hier eigentlich die Kante zu scharf, sage ich jetzt mal. Das geht hier so ein bisschen höher. Aber ich denke doch, dass es irgendeine Art Klebeband sein wird. Und hier ist wieder ein Stift drin. Und ein Papier, aber auf diesem Papier ist hier anscheinend irgendwas drauf oder irgendwas dazwischen, weil es hier noch so eine Erhöhung hat. Keine Ahnung. Aber heute mache ich das hier zuerst auf. Jawohl. Oh ja. Es ist ein Klebeband und zwar eines von Santoro. Und ich habe schon so ein Klebeband, was man auch ausmalen kann, aber ich weiß nicht, ob das das gleiche ist. Ja, und das habe ich hier jetzt anscheinend ein bisschen platt gedrückt, aber das ist ja nicht schlimm, die Packung schmeißt man ja eh weg. Ja, und zwar ist das so ein Klebeband, was man dann selber ausmalen kann. Ja, und selbst wenn ich das schon habe, dann ist das voll egal, weil das ist Santoro. Das kann ich auch ruhig öfter haben, das macht nichts. Ja. Sehr schön, anscheinend sind diese 3 Püppis hier da drauf. Ist auf jeden Fall sehr schön, scheint auch normal zu kleben für ein Washi-Tape. Also jetzt nicht übermäßig stark, aber es scheint schon zu kleben. Ja, also es klebt und man muss schon ein bisschen fummeln, um es dann wieder abzubekommen. Also klebt schon mal nicht schlecht. Und hier haben wir 5 Meter drauf, das ist ja auch nicht gerade wenig, ne? Ja, vielen Dank, super, super schön. Ja, und jetzt schaue ich mal, was bei dem Stift noch dabei ist. Ui, schön. Und zwar einmal so ein richtig dicker, fetter Stift, so ein Regenbogenstift, der dann so bunt schreibt. Das ist super schön. Finde ich klasse. Und hier sind
Arturo-Stickerchen drauf. Und zwar sind das eigentlich Nagelsticker, aber die kann man erstens auch für was anderes verwenden. Oder ich kann sie aber auch hier auf meine Nägel jetzt kleben, das ist ja nicht schlimm. Und dann sind noch so ein paar Marienkäferchen dabei und ein paar Pilze, naja, und eben so diese typischen Totoro-Sachen, die man eben so kennt. Ja, super schön, vielen Dank. Und mal wieder Sticky Notes. Ja, wie gesagt, davon kann ich nie genug haben. Little Talk sagt mir nichts, aber ja, ist ja wurscht, egal. Und der Spruch hier drauf ist auch schön. Du bist die Beste oder der Beste und sei nicht traurig, sei fröhlich. Ja, das ist doch sehr schön. Und hier sind 30 Stück drauf. Und ja, die kommen auf jeden Fall zu meiner Sammlung. Finde ich sehr, sehr schön. Und hier ist noch eine Karte drin. Mach einfach dein Ding. Irgendjemand findet es sowieso scheiße. Genau so ist es. Ja, sehr coole Karte. Auf jeden Fall. Und der Spruch ist auch richtig geil. Ja, wir verstehen uns bei solchen Sachen, ne Mausi? Ja, sehr, sehr schön. Ja, ihr Lieben, ich danke euch sehr. Waren alles sehr schöne Sachen heute. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, und so langsam geht es wirklich los, dass man schon so ein bisschen besinnlich wird. Und ja, zu Hause ist immer alles noch mehr Weihnachten irgendwie. Man ist in den letzten Zügen, Geschenke einpacken und so weiter. Letzte Geschenke besorgen und. Und ja, das kann noch mal ein bisschen den Stress ausarten. Oder man sagt sich, nö, ich schraube jetzt alles runter und entspanne ein bisschen und mach alle Sachen, die jetzt nur noch mit Ruhe zu tun haben. Und ja, da hat so jeder seinen Rhythmus. Einer mag es ganz zum Schluss die Geschenke noch besorgen und da am Ende noch mal so in Stress kommen. Und andere mögen es eben dann schon runterzukommen und die Weihnachtszeit schon frühzeitig zu genießen. Ja, ich denke, ich habe soweit alles. Ich müsste jetzt so langsam mal anfangen mit einpacken. Aber die wichtigsten Geschenke habe ich auf jeden Fall. Und ja, alles, was jetzt noch kommt an Weihnachtsgeschenken, das kann ich auch nach Weihnachten besorgen, weil ich die Leute sowieso erst nach Weihnachten sehe. Genau, ihr Lieben. Gut, dann ja, sag ich Tschüss und bis morgen. Heute war es mal ein bisschen mehr Gequatsche.